Hallo und herzlich willkommen am heutigen Montag live aus München zum Fit for Future Feriencamp. Fit for Future, powered by DRK Gesundheit, ist eine deutschlandweite Präventionsinitiative und in den Bereichen der Kitas, der Grund- und Förderschulen sowie in den weiterführenden Schulen tätig. Wir möchten den Einrichtungen mit unseren Modulen Bewegung, Brain Fitness, Ernährung und Verhältnisprävention helfen, den Gesundheitsförderungsprozess zu initiieren. Mein Name ist Michael Randl und ich freue mich, euch die nächsten 5 Tage während des Feriencamps begleiten zu dürfen. Damit das Eis zwischen uns schneller bricht, darfst du mich ab jetzt gerne Michi nennen. Ich bin seit 2016 als Area Manager und Referent ein Teil der großen Fit for Future Familie. Und es freut mich, dass ihr jetzt auch dazu gehört. Aber zurück zum Feriencamp. Das Programm richtet sich an alle Eltern und deren Kinder im Alter zwischen 6 und 19 Jahren. Es ist also eine Art Familiencamp, denn wir laden die ganze Familie ein, unser Programm mitzumachen. Und an der Stelle möchte ich Danke sagen. Danke für die zahlreichen Anmeldungen. Die Resonanz hat uns ja quasi erschlagen. Ich möchte mal die Zahlen nennen. Es haben sich 1653 Familien für das Feriencamp angemeldet. Darunter sind 2947 Kinder, also fast 3000 und dementsprechend 2464 Eltern. Oh, unglaublich. Ich war auch ein bisschen nervös, als ich das gehört habe. Aber es freut mich, dass so viele unser Programm wahrnehmen. Wie du sicherlich weißt, ist unser Programm komplett kostenlos. Und ganz nach dem Prinzip Click and Be Fit darfst du frei wählen, welcher Programmpunkt dir Spaß macht, dich neugierig macht und dann im Tagesprogramm anklicken und schon geht's los. Achte bitte noch auf die Zeit. So, und jetzt kommen wir zum Ablauf. Ich werde euch ein paar Informationen geben, damit wir alle auf einen Wissensstand sind. Deswegen gut aufpassen. Wir machen nämlich eine Weltreise. Wir werden jeden Tag in den Flieger steigen und in einem anderen Kontinent landen. Das Tagesprogramm ist an den jeweiligen Kontinent angelehnt. In Asien darfst du zum Beispiel Kampfkünste ausprobieren. In Afrika haben wir afrikanische Spiele und afrikanische Tänze für dich vorbereitet. Ja, und heute sind wir in Südamerika. Hier haben wir beispielsweise coole Kochrezepte. Täglich darf ich dich live um 9 Uhr hier aus unserem Fit for Future Studio begrüßen. Und es freut mich, dass auch dieses Jahr wieder unser Fit for Future Schirmherr, der Arzt und Wissenschaftsjournalist Dr. Eckert von Hirschhausen mit im Boot ist. Eckert hat jeden Tag für euch eine Glücksbotschaft vorbereitet. Ich freue mich sehr auf diese Glücksbotschaften und am Ende der heutigen Begrüßung werde ich dir die von Eckert vorspielen. Ansonsten haben wir noch unglaublich viele weitere Punkte. Wir haben tolle Kochrezepte, wirklich außergewöhnliche Kochrezepte. Wir haben Workout-Stunden, wir haben Basteltipps, wir haben Entspannungsstunden, viel Tanz und Bewegung. Natürlich auch noch Lifehacks und jeden Tag machen wir einen Ausflug in die Natur. Das Thema Natur haben wir nämlich auch aufgegriffen. Jede Live-Sendung wird von uns aufgezeichnet. Das heißt, solltest du mal einen Programmpunkt verpassen, kannst du den dir am nächsten Tag oder am darauffolgenden Tag auf unserer Homepage anschauen. Wir haben das Programm für Kids und für Teens geteilt, aber das kannst du dem Tagesprogramm entnehmen. Ja, und jetzt möchte ich natürlich noch ein paar Highlights nennen und vorne weggreifen. Heute Nachmittag zum Beispiel darf ich ein Interview mit Joey Kelly, dem Musiker und dem Extremsportler, halten. Er hat wirklich einiges zu erzählen. Wir werden über sein Leben reden und auch, wie man Ziele erreicht. Wir haben über die Woche 5 verschiedene Yoga-Stunden für euch vorbereitet. Denn Yoga ist nicht einfach nur Yoga, da gibt es ganz viele verschiedene Arten. Ja, und einen Tanzkurs haben wir für dich. Das heißt, über die 5 Tage wirst du eine Choreografie lernen. Jeden Tag ein bisschen mehr. Dann haben wir noch Tai Chi, Qigong und ich habe ganz interessante und coole Interviewpartner hier in meinem Studio. Zum Beispiel die Bundestrainerin im Skaten.
oder einen Personal Trainer, Daniel Leudl. Ich freue mich auf diese Gäste. Jeden Morgen möchte ich mit euch aktiv in den Tag starten. Und deswegen habe ich jeden Tag einen kleinen Wachmacher vorbereitet. Und auch jetzt möchte ich damit starten. Ich möchte, dass du aufstehst, du kannst gerne mitmachen und wir werden gemeinsam aktiv in den Tag starten. Und zwar mit einer kleinen Brain-Fitness-Übung, mit einer Fingerübung. Ich lade dich ein, auch gerne die Eltern gleich mitzumachen. Erstmal ein bisschen locker. Locker auf der Stelle springen und jetzt Konzentration auf die Hände. Wir fangen einfach an, Daumen nach oben, Zeigefinger nach vorne. Daumen nach oben, Zeigefinger nach vorne. Keine Pistole, die möchte ich nicht sehen. Kontrolliere mal deine Finger, Daumen nach oben, Zeigefinger nach vorne. Sehr schön. Erstmal einfach, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Und ausschütteln. So, eine Hand den Daumen nach oben, andere Hand den Zeigefinger nach vorne. Und wenn ich Wechsel sage, möchte ich, dass da, wo der Daumen ist, der Zeigefinger ist und da, wo der Zeigefinger ist, soll der Daumen sein. Ich mache es dir einmal vor und Wechsel. Ich habe es ganz langsam gemacht. Jetzt bist du dran und Wechsel. Und Wechsel. Einmal ausschütteln. Ja, am Anfang gar nicht so leicht. Es klappt auch beim ersten Mal nicht immer. Deswegen nochmal Fokus auf deine Finger. Steuere sie richtig an. Denk dran, keine Pistole. Daumen und Zeigefinger und Wechsel. Und Wechsel. Für wen es jetzt schon zu einfach ist, der kann es auf einem Bein machen und Wechsel. Oder dazwischen einmal klatschen. Achtung, Wechsel. 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 Hände ausschütteln, einfach mal ausprobieren und morgen, verspreche ich dir, wird es um einiges sportlicher. So, und jetzt werden wir auch gleich in den heutigen Tag starten, denn meine Aufgabe ist es jetzt, dich zu motivieren, dir die Neugierde zu wecken für unseren heutigen Tagesprogramme. Wir werden jetzt einen Blick werfen auf unser Tagesprogramm. Wie du sicherlich weißt, machen wir eine Reise nach Südamerika. Und das hilft mir jetzt gerade, auch dir am Tagesprogramm mal unsere Symbole zu erklären und die einzelnen Reiter, die wir haben, damit du auch weißt, wie du dich dort zurechtfindest. Wir haben 5 Reiter. Einmal die erste Spalte, wann findet alles statt? Wir haben versucht, das ein bisschen zu strukturieren und haben deswegen hier einen schönen Zeitplan. In der zweiten Spalte siehst du, für wen das Programm gedacht ist, also für die Kids, für die Teens bzw. für die Eltern. Dann natürlich auch das Thema mit entsprechenden Details. Ganz wichtig für dich, Medium. Hier siehst du, ob eine Aktion live ist, also live aus dem Studio, oder ob es sich um ein Video dreht. Ganz unten bei den ganztägigen Angeboten findest du dann auch noch PDFs. So, und nach der Begrüßung um 9.30 Uhr starten wir auch gleich mit Frederika und einem coolen rhythmischen Tanzworkout, Salsation. Die Kids fangen an und im Anschluss dann dasselbe für die Teens. Um 11 Uhr zeige ich dir in einem Video, wie man eine Piñata bastelt. Du weißt nicht, was eine Piñata ist, dann schau dir das Video an. Es kommt aus Südamerika und wird bei vielen Feiern, Geburtstagsfeiern oder an Weihnachten als Spiel verwendet. Ja, um 11.30 Uhr, da zeigt dir Katharina und ihr Kollege einen brasilianischen Kampftanz, Capoeira. Im Anschluss daran sind wir schon bei unserer Tanzchoreografie und dem ersten Teil. Denk dran, es sind 5 Teile. Jeden Tag gibt es einen weiteren Schritt in der Choreografie, sodass du am Freitag die ganze Choreografie mit Sebastian tanzen kannst. 14.15 Uhr darf ich dann Joey Kelly hier im Studio begrüßen. Ich darf ihn interviewen. Wir werden über sein Leben reden und auch über Ziele. Um 15 Uhr machen wir eine Live-Schaltung zu meiner Kollegin nach Hamburg, zu Sarah. Sie hat für dich eine Yin-Yoga-Stunde vorbereitet.
Danach haben wir unsere Achtsamkeitsexpertin, die Maya. Sie hat sich das Thema glücklich sein herausgesucht. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wo hoffentlich viele zuschauen. 16.15 Uhr haben wir dann einen Beatboxer, einen Vize- und Europameister, nämlich Mando, hier im Studio. Und auch er wird uns am Mittwoch ein zweites Mal hier besuchen. Also unbedingt reinschauen, Beatboxen, wirklich faszinierend, was für Sounds man mit dem Mund kreieren kann. Um 17 Uhr darf ich live im Studio einen Jongleur begrüßen, Tobias. Und da lohnt es sich reinzuschalten. Er wird nämlich mir versuchen, Jonglieren beizubringen, das in 15 Minuten. Ich weiß ja nicht, ob das klappen wird. Ja, und danach haben wir um 17.15 Uhr sowie die weiteren Tage die Verabschiedung. Wir werden den Tag reflektieren und natürlich werde ich dir einen Ausblick auf den nächsten Tag geben. Werfen wir noch kurz einen Blick auf unser ganztägiges Programm. Hier haben wir Ernährungstipps und es sind nicht 0815 Ernährungstipps, sondern wirklich coole, außergewöhnliche Gerichte. Zum Beispiel heute gibt es eine südamerikanische vegane Süßspeise. Beim Do-it-yourself findest du ein Video, wie man sich selber Jonglierbälle macht. Am besten machst du das vor 17 Uhr, dann kannst du mit Tobias und mir das Ganze gleich ausprobieren. Wir zeigen dir, wie du mit einer selbstgemachten Dekoration eine zauberhafte Stimmung schaffen kannst. Und das mit einem Einwegglas. Unter den Lifehacks dreht sich heute alles um das Thema Sport. Kennst du sicherlich, wenn deine Schnürsenkel offen sind? Ich zeige dir in dem Video eine Schleife, die nicht mehr so schnell aufgeht. Ja, und zum Thema Naturbewegung. Hier haben wir einen Ausflug in die Natur mit tollen Waldspielen für dich vorbereitet. Also, du siehst, das Programm ist vollgepackt und absolut abwechslungsreich. Jetzt habe ich noch ein paar weitere Informationen für dich. Du hast sicherlich mitbekommen, dass wir ein Gewinnspiel haben. Jeden Tag gibt es zwei Lösungsbuchstaben. Das heißt, das Lösungswort besteht aus 10 Buchstaben. Den ersten darf ich dir jetzt schon mal präsentieren. Das ist das G. Halte also in den nächsten Live-Sessions Ausschau nach so einem Zettel, denn das nächste Mal mache ich es dir nicht so einfach. Die Preise kannst du auf unserer Homepage nochmal nachsehen, aber eins kann ich schon mal verraten, es lohnt sich auf alle Fälle mitzumachen. Dann haben wir noch eine Chat-Funktion, vor allem bei den Interviews kannst du Fragen stellen. Wie das Ganze funktioniert, werde ich dir dann in den einzelnen Sessions nochmal erklären. Du kannst uns auch auf Social Media begleiten, dort werden immer wieder Posts gepostet und die kannst du liken oder auch kommentieren. Jetzt kommen wir zu einem sehr schönen Thema, was mir sehr viel Freude macht. Ich darf dir nämlich täglich eine Challenge präsentieren. Ich liebe Challenges. Und heute beziehen wir uns ein bisschen auf Joey Kelly. Joey Kelly hat Unglaubliches erreicht. Er weiß, wie man sich Ziele setzt und auch, wie man diese Ziele erreicht. Und deswegen möchte ich, dass du dir heute Gedanken machst, was für Ziele habe ich für das Feriencamp bis Freitag. Zum Beispiel könnte ein Ziel sein, dass du alle 5 Yogastunden besuchen möchtest. Oder ein weiteres Ziel könnte sein, dass du 2 Kochrezepte nachkochen möchtest. Also sei kreativ und wir werden am Freitag mal sehen, welche Ziele du erreicht hast.